Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder zu einer frisch gepressten Sendung, denn es ist wieder der 1. Juni und ihr wisst ja, am 1. Juni gibt es mein Schnäppchen Meilen-Highlights und ich hätte es fast vergessen aufzunehmen. Ich habe so einen eng getakteten Plan gehabt, aber jetzt werden wir auf die Themen eingehen. Und zwar gibt es natürlich wieder Meilen-Schnäppchen, es gibt natürlich wieder was mit Kreditkarte, es gibt auch irgendwas mit der EM und einem Gewinnspiel. Und es gibt natürlich beim Shopping mehrfach Voucher, wo ihr mehrfache Meilen bekommen könnt. Also insofern der perfekte Grillabend beim Public Viewing und so steht es dann auch in der Mail. Außerdem die Angebote beim Miles and More Online Shopping und im Workshop, unter anderem mit dabei die Partner Ankerkraut und das perfekte Barbecue Aroma bringend und JBL natürlich, damit die Musik stimmt. Jetzt könnt ihr natürlich wie immer an dieser Stelle den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen, kommentieren und so weiter und so fort. Und denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Schreibt unten, was ihr zu den Angeboten haltet. Und haltet euch nicht zurück bei den Meilen-Schnäppchen. Ich werde sie mit euch, ich habe sie einmal überflogen, ich habe sie aber schon wieder vergessen. Ich werde sie gleich nochmal live mit euch anschauen. Also, das erste Thema, was wir heute haben, das ist das Thema Gewinnspiel EM. Ihr kriegt natürlich da auch ein More. Also zuerst heißt es Tor, dann heißt es More. Also insofern sehr viele Wortspiele. Worum geht es? Und zwar geht es darum, wie viele Tore werden wohl bei der Fußball EM 2024 geschossen werden. Es lohnt sich darüber nachzudenken, denn die Tore haben dieses Jahr einen besonderen Wert für euch. Und zwar, wer die Schätzfrage beantwortet, nimmt an der großen Verlosung teil. Drei Personen gewinnen bei jedem gefallenen Tor 224 Meilen, exklusive Elfmetertore. Also Elfmetertore zählen nicht. Naja, nun gut, kniepig, aber gut, ist halt so. Ne? Teilnehmen geht über das Registrierformat, Formular auf der Webseite. Da solltet ihr dann schauen und euch dann direkt dahin begeben. Also ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Das nächste Thema, was wir für euch frisch gepresst haben, das ist die Miles & More Kreditkarte. Und die Miles & More Kreditkarte, wer noch keine hat, der ist selber schuld. Denn wer in Deutschland bei Miles & More sammelt, muss eine Kreditkarte haben. Es gibt wieder Meilen Boni. Ja, natürlich Boni. Und zwar ist das Boni so, ihr bekommt, wenn ihr die private Karte beantragt, 20.000 Meilen und zwei Lufthansa Business Lounge Voucher. Und wenn ihr die Business Card beantragt, dann gibt es sogar 40.000. Wo haben wir es? Also insofern richtig viel Spaß. Haben sie hier oben geschrieben. Ja, da oben steht es. Business Lounge Voucher Bonus. Business-Kunden sogar vom 40.000er Willkommensbonus. Was gibt es noch dazu zu sagen? Sie schreiben hier Strandberge oder Städtetrip, wohin auch immer die Reise diesen Sommer geht, mit der Miles & More Gold-Kreditkarte genießen. Miles & More Teilnehmer unterwegs und zu Hause viele Vorteile. Das Beste ist, bis zum 31.07. Jahr gibt es ja zur Begrüßung halt die 20.000 Meilen, die zwei E-Voucher und pro 2 Euro Kartenumsatz gibt es einen 2 Euro eine Meile. Ja, so ist es richtig. Unbegrenzte Meilengültigkeit, Prämienversicherung für Privatreisen zum Beispiel, inklusive Reiserücktrittsversicherung, Auslandsreisekrankenversicherung und Mietwagen Vollkasko. Auslandsreisekrankenmietwagen Vollkasko ist schon etwas, wo sich die Karte direkt wieder lohnt und vor allem, wenn ihr einen Status habt, ist sie ja eh kostenlos. Also Senator aufwärts. Mit FTL gibt es ja verminderten Preis. Reiseservice, 24 Stunden Assistance, AXA, Partner, Telemedizin, außerhalb Deutschlands günstig, Bargeld, abhebeln und dreimal im Jahr 1 GB kostenloses Datenvolumen. Also hier Gas geben. Aktionszeitraum 1.6. bis zum 31.7. Bei der Tor und More habe ich vergessen zu sagen, da ist der übrigens der 1.6. bis zum 14.6. Macht ja Sinn, ne? Also nur, damit ihr Bescheid wisst. Jetzt geht es dann direkt knallhart weiter. Und zwar geht es weiter mit den Online-Shopping. Also etwas, was ich mag und ich hoffe, ihr auch. Aber da solltet ihr nicht vergessen, die Meilen mitzunehmen, die ihr mitbekommen könnt. Denn hier gibt es 15-fache Meilen zum Beispiel bei Eterna. Der ist übrigens der Shop des Monats. Auch bei
Ankerkraut, Brille 24, Lens Best. Zehnfache Meilen bekommt ihr noch bei Barbour, Move, Weinfreunde, Merovino, Blume 2000. Der Aktionszeitraum ist der 1.6. bis zur 31. Nee, Quatsch, bis zum 30.6. Der hat ja gar nicht 31 Tage. Aufpassen hier. Und was gibt es noch? Im Juni wird es auch nochmal 40-fache Meilen bei NordVPN und 50-fache Meilen bei Norton. Also wer da seinen Rechner aufrüsten will, ist da an der richtigen Stelle. Also aufpassen beim Softwarekauf, also Meilen nicht vergessen mitzunehmen. Wir haben dann als nächstes Thema hier die Veranstaltung JBL. Und zwar JBL, das sind ja Boxen, die man benutzen kann und auch relativ gut sind. Ich habe, glaube ich, die haben auch relativ gut abgeschnitten in den Tests. Ihr könnt ja mal unten kommentieren, ob ihr JBL-Boxen habt. Ich bin über die JBL-Boxen auch gestoßen. Muss überlegen, ob ich mir eine neue holen. Ich habe immer noch eine Bang & Olufsen, eine alte A1, glaube ich, heißen die. Also die Generation 1 davon. Will was Neues haben. Muss ich mal gucken, was ich da mache. Aber da ist JBL richtig. Und da sichern ihr euch 54% Meilen- oder Preisnachlass auf JBL-Produkte im Worldshop. Und das Angebot gilt nur noch bis zum 9.6. Also insofern, da könnt ihr dann beim Kauf richtig punkten und sparen vor allem. Das ist ganz wichtig. Heute die Sendung, die geht auch relativ schnell vorbei, weil wir sind auch schon beim vorletzten Thema. Und zwar hier gibt es das Piktogramm. Das sind die beiden Damen, die hier sind. Und das sind sonnige Produkt-Highlights. Ja, die sonnigen Produkt-Highlights für heiße Tage, so heißt es in der Werbung. Wer die Produktneuheiten im Sommer entdecken möchte, schaut am besten im Worldshop vorbei. Solltet ihr eh nach vorbeischauen. Ich habe selber danach nachgeschaut. Ich habe da übrigens auch geile Sachen gefunden, die Lufthansa gebrandet waren. Swiss gebrandet, Austrian gebrandet. Und ich glaube, von der Swiss kommt sogar noch mehr bald, weil da stand demnächst. Also ich bin gespannt. Also, Einrichtungstrends für Heim und Garten, Zone Denmark, Fatboy und Co. bis hin zu prickelnden Genussmomenten von Philipp Gonet und Alfred Gratien aus der Champagne und sommerliche Düfte und Pflegeprodukte von Gessander und Sol de Janeiro. Für jeden also was dabei. Und eine Zeile hatte ich vergessen, und zwar angesagte Accessoires für den Sommerstyle von Annie D, Captain und Sun. Also insofern gibt es da genug zum Kaufen. Ach, jetzt sagt ihr, bist du schon fertig? Nein, ich bin nicht fertig, weil es gibt nämlich jetzt natürlich für euch das hier. Meilenschnäppchen. Das ist ja das, wofür ihr eigentlich hier seid. Denn die Meilenschnäppchen sind ja das, was die Sendung so spannend macht und warum man sagt, ich interessiere mich an jedem Tag dafür, das zu bekommen. Wichtig ist natürlich bei den Meilenschnäppchen, diesmal sind es alle Meilenschnäppchen. Und ich werde jetzt das PDF aufmachen. Es ist ein PDF. Gucken wir mal, was passiert. Da ist es. Hier ist es in der Schleife. Oh, jetzt hat er mir meinen Monitor zerschossen, weil er den geholt hat. Ich mache das natürlich nur, um das spannender zu machen. Also insofern müsst ihr hier jetzt mit mir Vorlieb nehmen. Und lasst uns in die Meilenschnäppchen eintauchen. Und zwar Meilenschnäppchen, wie immer natürlich, fangen wir mit Economy Class an. Und bei der Economy Class ist es so, dass der Buchungszeitraum, der ist übrigens für alle, für Economy, Premium Economy und für Business Class der gleiche. Das ist der 3.6. bis zum 30.6. Klar, weil der 1. und der 2. ist ein Feiertag. Heute ist ja quasi ein Samstag. Also quasi morgen, heute, jetzt gleich. Ihr wisst ja, ich nehme es ja vorher auf, also insofern. Aber ich höre jetzt auf zu sammeln. Bei der Kurzstrecke ist ja der Reisezeitraum 15.7. bis zum 31.8. kostet 15.000 Meilen und da sind folgende Städte dabei. Köln, Bonn, Münster, Osnabrück, Hannover, Paderborn, Lippstadt. Wer weiter möchte, aber auch mit 15.000 Punkten weiterkommt, kommt nach Barcelona, Amsterdam, Schiphol, Luxemburg, Cluj, Napoca, dann Timișoara, Sibiu, Bologna, Mailand, Lianate. Wenn man das... Liante haben sie geschrieben, aber das ist Lianate, aber kein Problem. Mailand, Malpensa, Lemezia, Terme, Catania, Kalmar, Ljubljana, Rom und Malta. Catania, habe ich Catania gesagt? Catania, habe ich doch gesagt. Draußen... Der Vogel, der da quasi gerade war, mit Aussendung wollte. Jetzt sagt ihr, wo will ich denn eigentlich da nicht hin? Europa, ich will ein bisschen woanders hin. Dann könnt ihr weiterfliegen für 25.000 Meilen. Aber für den Reisezeitraum 15.09. bis zum 31.10. Nach Riad und nach Bahrain.
es lecker war. Ist übrigens sehr schön. Also Riad hat sich wirklich gemacht, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Jetzt sagt ihr, Alter, laber nicht, sag mir die Nächsten. Ja, okay, jetzt kommt Premium Economy. Ist natürlich auch Buchungszeitung 3.6. bis 30.6. Und Reisezeitraum 15.09. bis 31.10. sind 40.000 Meilen, die ihr dafür bezahlt. Und da sind die Ziele Delhi und Hyderabad. Weiter geht es dann in der Business Class. Jetzt wird es langsam spannend. Drumroll. Und zwar, Buchungszeitraum ist bei allen, ich sage es jetzt nochmal zum letzten Mal, 3.6. bis zum 30.6. Aber hier bei der Kurzstrecke ist natürlich der Reisezeitraum 15.7. bis zum 31.8. mit 20.000 Meilen gibt es in der Business Class Köln, Bonn, Münster, Osnabrück, Hannover, Paderborn und Lippstadt. Dann geht es weiter mit Barcelona, Amsterdam, Schiphol, Luxemburg, Cluj, Napoca, Timișoara, Sibiu, Riga, Tallinn, Vilnius, Bologna, Mailand, Linate, Mailand, Malpensa, Lamezia, Terme, Catania, Kalmar, Ljubljana, Rom und Malta. Und hier sind es 25.000 Meilen. Und um die Frage zu beantworten, nein, es gibt nichts nach Kanada, es gibt nichts nach Nordamerika, es gibt nichts nach Asien, es gibt nichts nach nirgendwo. Also insofern, das waren die Meilenschnäppchen von heute. Ihr könnt jetzt unten kommentieren, aber bitte nicht mir das Dislike geben. Ich kann nichts dafür, ich bin nur der Bote. Also nie den Boten schlagen, weil der kann nichts dafür. Ich bin quasi nur hier der Lieferant der Information für euch. Ich habe es kurz und schmerzlos gemacht, etwas über 11 Minuten. Ich danke euch, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV und bei den Meilenschnäppchen Meilen Highlights. Und ich suche gerade den Abspann, da ist er. Ich gehe schon mal in Deckung und Abspann. Aber trotzdem, like den Kanal, gebt ein Abo und so. Ich kann ja nichts dafür. Bis dann, ciao. Thank you.